Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo, slaf ich. Yo, Leute, was geht heute von zu einer fetten neuen Reaction? Warum? Weil ich's kann. Ihr seht schon. Ich sag dazu nix. Ich sag dazu gar nix. Egal. Nein, jetzt mal Spaß beiseite, Leute. Was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Was laber ich? Leute, ich bin mal sehr gespannt. Beziehungsweise vielleicht würde ich auch erstmal erwähnen, worauf ich reagiere. Und zwar reagiere ich auf VDSES. Ich weiß nicht so ganz, was das heißt, aber ich wurde stets halt krass, ne? Von der Straße ins Studio. Und wir geben uns in dieser Reaction den Track Ich gebe auf. Ja. Die Verwirrung gerade in meiner Stimme, ne? Oh, yeah, yeah. Ja. Genau, das Ganze ist eine VDSES Production. Genau, und okay. Also eigentliche, jetzt mal, kann man uns Rap nennen? Ich weiß es nicht, ich werde es gleich hören. Ich glaube, das ist Rap. Ich weiß es nicht. Korrigiert mich in den Comments. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Also auf jeden Fall VDSES, Melina, ich gebe auf offizielles Musikvideo. B. Genau. Melina Fanbox, das Leben und ich. Lifestyle Store, Spotify. Machen mit bei VDSES, VDSES bei Instagram und VDSES bei TikTok. So, ich würde sagen, wir starten rein. Der Track ist kam vor 3 Monaten, der kam am 13.01. Ist ja schon ein bisschen her. 3 Monate, Alter, Junge, das ist 3 Monate her. Gebt euch das mal, das ist 3 Monate her. In 2 Monaten ist der Song fast ein halbes Jahr alt schon. Egal. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lange drum herum, sondern wir starten da direkt mal rein. Sagen, let's go. Ich saß da, du kamst an und hast gefragt, ob ich öfters hier bin. Ich hab dir gesagt, das bin ich, ja, ja. Am nächsten Tag kamst du an und hast gefragt, ob du mit mir chillen kannst. Ich hab gesagt, okay, geht klar. Du. Das wird schon wieder. Oder? Das ist bei den meisten. Ich weiß nicht, ob das Rap denkt. Kann man das Rap nennen? Bitte erklärt es mir in den Kommentaren. Bitte. Ich bitte drum. Erklärt es mir, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber das gibt es häufiger, zum Beispiel sowas. Oh, ob du mit mir chillen kannst, ich hab gesagt, okay, geht klar. So, dieses geht klar, okay. Aber das hätte man zum Beispiel als Background Adlib machen können. Dieses A dahinter. Das hätte man wirklich als, das hätte man vielleicht als Adlib im Background machen können. Das laber ich halt, ich habe selber keine Ahnung, ne? Egal. ja, aber trotzdem, hätte man trotzdem machen können, bin ich ehrlich. Aber trotzdem fühle ich das, also ich feiere das irgendwie. Du hast gefragt, ob du mit mir chillen kannst, ich habe gesagt, okay, geht klar. Nur bis dahin. So, und dann das als Background. Oder im Background. Viel geredet, gefragt, wie es mir gehen will. Ich hätte nicht gedacht, dass es an. Was ist das eigentlich für ein Süßi, Alter?
Hey, ich will den haben. Cool. Diesen Morgen noch zu spät wird. Du hast mich heimgebracht, die ganze Nacht ich. Ey, sag, what the fuck? Bis an diesem Abend noch zu spät wird. Du hast ich weiß nicht, ich hab dir das gerade gesehen, warte mal. Guck mal, das sieht so aus, als würde der grinsen. Ey, das sieht so knuffig aus. Die ganze Nacht ich bleibe wach, weil ich seit 8 bis kurz nach 3 doch nur mit dir am Schreiben war. Ja, ja. Was? Weil ich seit 8 bis kurz nach 3 doch. Ach, von 8 bis kurz nach 3. Achso, Digga. Du hast mich eingebracht, oder hab ich mich grad, oder hab ich gerade nur falsch? Dacht ich bleibe wach, weil ich seit 8 bis kurz nach 3. Nee, doch, war richtig. Von 8 bis kurz nach 3. Okay. Doch nur mit dir am Schreiben war. Ja, ja. Und das Leben nimmt seinen Lauf. Ich hab dran geglaubt, doch gebe jetzt auf. Ja, 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 ja. Deine Worte sind wie Gift. Komm, sei leise, Boy, du liebst doch nur dich. Ja, 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 ja. Und das Leben nimmt seinen Lauf. Ich hab dran geglaubt, doch gebe jetzt auf. Ja, 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 ja. Boah, strong, aber... Also, das ist. Was, Digga? Jetzt schon die Hook? Ich hoffe, das ist nur die Pre-Hook. Und nicht die richtige Hook. Warum sollte das Ding dann sonst 3 Minuten 15 gehen, hä? Bruder. Hilfe? Ja, ja, deine Worte sind wie Gift und sei leise. Anfang der Beziehung immer wieder Regenbogen. Einen Monat später und du merkst, es war doch eh gelogen. Was für Sterne, die du mir vom Himmel holst in dunkler Nacht. Ich weiß, dass du mich runtermachst, wenn du mit deinen Kumpels lachst. Gänsehaut, Bruder, Gänsehaut. Was sag ich eigentlich, Bruder? Ich talk mit keinem mehr in dieser Reaction, ne? Egal. Was ist jetzt umgekippt? Egal. Warte mal. Und sind dunkler Nacht. Ich weiß, dass du mich runtermachst, wenn du mit deinen Kumpels lachst. Also so Heuchler-Move. So hinterm Rücken mit Leuten, mit Kollegen oder so, andere Leute runtermachen. Das ist Snitch-Move. Feier ich selber nicht. Kann ich auch nicht empfehlen zu machen, weil irgendwann Karma kommt zurück. Naja. Aber der. Digga, wo ist das? Ist das. Ich weiß gar nicht, ist das Berlin? Weil die Brücke sagt mir gerade nichts. Oder. Ist das überhaupt eine Brücke in Berlin? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob das in Berlin ist. Ich war mal eine Woche in Berlin, aber da bin ich wahrscheinlich nicht lang gefahren. Oder laufen. Fahren, ne? Man fährt auch auf einer Brücke, also scheiß drauf. Ihr wisst, was ich meine. Bitte sagt mir, ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, dann ja, belastende Nummer, ne? So. Egal. Naja. Mhm. Aber bisher muss ich sagen, dafür, dass das. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange der Track ging. Also wie lange der normale Track ging oder geht. Weil das werde ich ja dann ungefähr merken, wenn das, der Track aufhört, aber das Video noch weitergeht, dann weiß ich ja ungefähr, wie lange der Track war. Aber ich muss ehrlich sagen, von dem Licht her und von dem von der Stimmung gerade so bei Nacht und dann habe ich das so mit Kerzen und so, Digga, das feier ich ja anders, ne? Ich hoffe, diese Wecker hat nicht gebrannt. Gut, man hätte vielleicht andere Stühle nehmen können und nicht unbedingt diese Gartenstühle, aber... Hm. Und meiner Meinung nach hätte er was Farbliches anziehen müssen. Oder ja, schon so ein bisschen, auch wegen der Licht, wegen dem Lichtverhältnis und so. Kann auch sein, dass es dann in der Bearbeitung noch heller gemacht wurde hier. Kann auch sein, dass das in der heißt das Post-Production? Pre-Production? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, ich sag jetzt einfach mal Production. Normale
Post-Production halt, ob das während des normalen Videodrehs halt einfach dunkler war und die das dann einfach später noch heller gemacht haben. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, weil man erkennt trotzdem noch alles sehr gut. Klar, hier unten sind Lichter, aber die würden dann eher, glaube ich, dazu tendieren, hier den Vordergrund, also das, was man halt hier jetzt so sieht, so, also hier die Seite von ihr und die Seite von ihm und vor allem hier Tische und Stühle werden ja, glaube ich, viel dunkler hier. Deswegen, das muss ja heller gemacht worden sein. Oder die haben ein helleres Licht mitgehabt. Das kann natürlich auch sein, dass die ein Licht irgendwie mit hatten oder so. Aber was ist das hier? Das ist einfach ein Haus, ne? Glaube ich. Keine Ahnung, weiter. So dicke, verachtende Blicke, die du mir zuhörst, ich machte mich schick, ey. Alles für dich. Okay, sorry, Bruder. Was hat das Glas damit zu tun? Bitte such dir was aus. Das Wichtigste war nur, dass du mir vertraust. Jetzt wird alles zu Staub, alles fällt. Hab an dich geglaubt, meine Welt. Was du aber nein, es ist immer das Gleiche, wenn der Boy am Anfang viel erzählt. Ja, ja, und das Leben nimmt seinen Lauf. Ich hab dran geglaubt, doch gebe jetzt auf. Ja, 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 ja. Jetzt schon wieder der Helm? Kommt dann noch ein Part? Ein 3-Part-Track? Okay. Ja, ja, deine Worte sind wie Gift. Komm, sei leise, Boy, du liebst doch nur dich. Ja, 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 ja. Und das Leben nimmt seinen Lauf. Ich hab dran geglaubt, doch gebe jetzt auf. Oh, das war ein geiler Shot. Ja, ja, und Junge. Das Leben nimmt seinen Lauf. Solche Shots in Musikvideos feiern. Ich hab wo die Kamera einfach von oben aufnimmt. Oder was, ja, was heißt oben? Aber ich feiere das schon. Haben die das Licht da platziert? Man muss ja, ne? Oder die haben es auch bearbeitet oder so. Das kann auch sein. Aber ich glaube, die haben das da hin platziert oder so. Aber das sieht cool aus. Alter. Digga, das Musikvideo ist einfach aufwendiger als alles andere, ne? Strong. Oh, das war auch wieder ein geiler Shot. Glaub doch, gebe jetzt auf. Ja, 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 ja. Da. Auch ein stronger Shot, dass man hier im Hintergrund so ein bisschen das Licht hat. Und hier auch so ein bisschen noch die... Ich glaube nicht, dass diese Lichtspiegelung hier eine Reflexion ist, sondern dass von oben einfach irgendwie grünes Licht oder halt weißes Licht drauf scheint und die das einfach nur in der Bearbeitung grün gemacht haben, weil, wenn man mal guckt, auf der Jacke reflektiert das Weiß und das, obwohl es hier grün ist. Oder kann auch sein, dass es halt ein Licht ist, was ein extra weißes Licht, was halt auf die Jacke so gesehen drauf scheint, auf die, für die Beleuchtung, dass man, dass sie beleuchtet ist. I don't know. Deine Worte sind wie Gift, komm, sei leise, Boy, du liebst doch nur dich. Ja, 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 ja. Ja, ja. Und das Leben nimmt seinen Lauf, ich hab dran geglaubt, doch gebe ich. Stimme im Background, Alter. Oh mein Gott, Digga. Okay. Neuer Hit für mich auf jeden Fall. Okay, da war mir persönlich jetzt zu viel Pause. Da war mir persönlich zu viel Pause. Ja, 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 ja. Oh, aus dem Background wieder raus. Ja, ja. Oh, strong, strong. Mit dem Ja, ja wieder raus aus dem Background. Boah. Ja, 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 ja. Ich glaube, das sollte ein Herz sein, aber hat vielleicht nicht so ganz gut geklappt. Das Leben. Maybe. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch so gewollt. Sein Lauf, ich hab dran geglaubt. Sieht eher aus wie ein D, Bro. Ja, 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 ja. Okay, das hängt aber nicht hier unten. Es hängt hier. Es hängt hier, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hängt hier. Das sieht zumindest so aus, weil unten sieht man jetzt, wenn man guckt. Wait. Ja, 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 ja. Hier sieht man, dass da nichts ist. Das erkennt man. Einfach auch darin, weil man gesehen hat, dass der Windstoß hier unten das Ganze hier so ein bisschen zum Bewegen gebracht hat. So ein bisschen zum Hin- und Herschwingen. Deswegen hat man, muss das hier oben befestigt worden sein. Ja, und das Leben nimmt seinen Lauf. Ich hab dran geglaubt.
viele Kamerashots. Auch das ist wieder sehr strong hier, dass man das hier einfach richtig klar und deutlich, also diesen Teil jetzt von diesem Glas hier sieht und alles andere so verschwommen im Background mit den Lichtern und was ist das hier? Sieht einfach aus wie so eine, ach, wie heißen die Dinger? Flair? Also ich rede nicht vom Rapper Flair, sondern diese Flair Dinger, diese Signalfackel. Boah, Digga. Diese Signalfackel, das sieht ein bisschen aus wie so eine Signalfackel, die da einfach hingelegt wurde. Aber auch hier mit dem Schatten, also mit dieser dickeren Umrandung vom Glas, dass man das aus noch so strong sieht, ja, das ist strong. Ja, ja, deine Worte sind wie Gift, komm, sei leise, Boy, du liebst doch nur dich. Ja, 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 und das Leben nimmt seinen Lauf, ich hab dran geglaubt, doch gebe jetzt auf. Das war auch ein sehr. Also klar, der Shot war cool. Die Shots gerade mit dieser. Was ist das? Fackel? Ich wollte gerade indonesische Fackel sagen. mit der Fackel. Und dann der Shot, von dem rede ich. Nee, jetzt hab ich vorgespult. Vielleicht kommt der Shot nochmal. So, hier. Mit dem Hochschauen. Das ist strong. Vor allem das auch erstmal so hinzukriegen. So, ich. Ich müsste das wahrscheinlich. Würde ich? Oh, Digga, voice crack. Würde ich das genauso machen? Also, würde ich jetzt sowas machen? So songsmäßig. Mit Musikvideo, ich glaube, man müsste 5, 6, 7 Tage, Wochen einplanen, um dieses Ding zu drehen. Einfach, weil ich mich, glaube ich, für jede Szene weghauen würde, einfach. Aber ja. Aber strong. Strong. Das ist aber auch ein sehr, sehr Sprachenbubble. Das ist aber auch ein sehr schöner Shot hier mit dem Feuer. Das feiere ich auch irgendwie mies in so Videos. Generell in Musikvideos gehört einfach meiner Meinung nach ein bisschen Feuer mit dazu, egal was für eine Stimmung der Song rüberbringt. Ja, ja, und das Leben. Aber strong. Ich hab dran geglaubt, doch gebe jetzt auf. Ja. Okay. CD, Fanpaket und digital. Aber ihr wisst Bescheid. Ja, ja, ja. Ach, das ist auch schon draußen. Ja, ja, deine Worte sind. Was ist das hier? Ist. Ich glaube, man müsste safe in Berlin wohnen. Ich glaube, man müsste in Berlin wohnen dafür, dass man dann mitmachen könnte. Ja, ja. Oh, das Geile ist, für 3 Minuten 15, ich glaube, gesamt geht das 3 Minuten 16, weil die 15. Sekunde ist langgezogen worden. Also die ist von YouTube langgezogen worden. Also ich glaube, richtig würde das 3:16 gehen. Ja, auf jeden Fall, das war. Also, ich bin ehrlich, solche Songs höre ich jetzt persönlich selten. Also, generell eigentlich gar nicht. So. Ich habe auch, ehrlich gesagt, noch nie was von Pauly SES gehört oder überhaupt gewusst, dass das existiert. Und falls das so ein kleines Projekt ist, was sie da machen, ist das sehr, sehr strong und sehr, sehr gut gelungen. So, deswegen kann man ja hier auf jeden Fall auch mal ein Abo da lassen und ein Like. Ne? Hä? Okay, geht einfach nicht, chillig.
keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. I don't know. Keine Ahnung. Ja. Ja, die 531 Dislikes kann ich nicht verstehen. Ja, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich kann es nicht verstehen. Song war echt cool gemacht und so. Aber ja. Was wollen wir machen? Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Reaction. Wenn ihr wollt, dass ich, keine Ahnung, auf irgendwelche Songs reagiere, sei es VDSES, sei es, keine Ahnung, irgendwas, haut die Songs in die Videobeschreibung, wollte ich gerade sagen, ja, in die Kommentare. Ey, bitte. Egal. Leute, wenn ihr wollt, dass ich auf mehr reagiere, sei es VDSES oder andere Songs, schreibt die Songs gerne unten in die Kommentare. Schaut in die Videobeschreibung. Da ist der Song verlinkt. Genauso wie der Kanal von VDSES. Und dann würde ich sagen, ah ja, joint gerne noch meinem Discord-Server. Link auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, vielleicht kommen bald, vielleicht gibt es ja bald ein paar Ankündigungen. So. Wer weiß, ne? Aber dauert noch ein bisschen. Dauert wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen. Aber Leute, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn, was auch immer ich da mache. Gaming, Reaction, whatever. Speed-Ups, whatever. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Oh.